Hallo zusammen. Mögt ihr SpongeBob? Wir für unseren Teil finden ihn total lustig. Wisst ihr was? Es ist immer wieder interessant, seine Lieblingsfiguren quasi aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Wenn der Entwickler dieser Zeichentrickserie ein Meeresbiologe ist, müssen folglich ihre Charaktere mit Meeresbewohnern etwas gemeinsam haben, stimmt's? Bis auf das Eichhörnchen im Raumanzug natürlich. Nun, wir wollen nicht um den heißen Brei herumreden. Lass uns lieber die echten Vorbilder der Einwohner von Bikini Bottom anschauen. Mr. Krabs. Ihr liegt falsch, wenn ihr glaubt, dass die riesigen Augen von Mr. Krabs eine Übertreibung seitens der Grafiker wäre. Es gibt tatsächlich eine Krabbenart, deren Vertreter ähnlich aussehen. Sie heißen Geisterkrabben. Allerdings bewohnen sie nicht den Meeresboden, sondern Strände, wo sie sich Löcher in den Sand buddeln. Aber wer weiß, vielleicht würden sie auch gerne ein eigenes Restaurant eröffnen, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Diese Krebstiere sind Allesfresser und bei Gefahr hauen sie mit einer beträchtlichen Geschwindigkeit von über 2 Meter pro Sekunde ab. Leider ist es uns nicht gelungen herauszufinden, ob diese Krabben ebenfalls geldgierig sind. Aber eins steht fest, sie haben sehr ausdrucksvolle Augen. Plankton. Wir müssen eins vorweg klarstellen, das echte Plankton kann nicht selbstständig schwimmen. Im Ernst, es wird einfach von der Strömung getrieben. Ihr würdet uns sicherlich in dem Punkt recht geben, dass ein genaues Abbild der realen Lebensabläufe des Planktons kaum zur Spannung der Handlung dieser Trickserie beitragen würde. Ansonsten würde es folgendermaßen aussehen. Guckt mal, eine negative Figur ist gerade vorbeigeschwommen. Aber wir werden sie wiedersehen, wenn die Strömung ihre Richtung gewechselt hat. Allerdings haben einige Planktonarten tatsächlich die gleichen langen Fühler, Arme und dichten Augenbrauen. Aber ehrlich gesagt war das mit den Augenbrauen etwas zu weit gegriffen. Die Welt dieser winzigen Meeresbewohner ist aber in der Tat wahnsinnig vielfältig. Manche von ihnen erinnern an Garnelen und manche an Quallen, Spinnen oder kleine Fische. Ihr würdet es nicht schaffen, uns davon zu überzeugen, dass keiner von ihnen an die Krabbenburger-Formel gelangen möchte. Larry von Lobster. Wie die Trickfilmfigur verfügen die echten Hummer ebenfalls über große Scheren und ein robustes Exoskelett. Allerdings sind laut Wissenschaftlern die Weibchen viel größer als die Männchen. Vielleicht geht Larry deswegen ins Fitnessstudio, weil er genauso groß wie seine Schwester werden will. Außerdem haben die Hummer, die am Meeresgrund wohnen, keine rote Körperfarbe. Sie sehen nur im servierfertigen Zustand so aus. Wir sind definitiv nicht ausführlich genug über biografische Details des Rettungsschwimmers in der Gulagune informiert. Mrs. Puff. Jeder, der wenigstens eine Folge, in der Mrs. Puff vorkommt, gesehen hat, weiß bestimmt, dass sie sich aufzublasen pflegt, wenn sie sich aufregt. Diese Eigenschaft wurde von den Trickfilmmachern bei den echten Kugelfischen abgeguckt, die in tropischen Gewässern beheimatet sind. Sie haben eine kräftige Muskulatur, die bei Gefahr ruckweise Wasser aus der Mundhöhle in eine bauchseitige, sackartige Erweiterung des Magens presst, worauf sich hin die Fische in eine aufgepumpte Kugel mit nach außen stehenden kleinen Stacheln verwandeln. So kann der Kugelfisch praktisch jeden Angreifer abwehren. Des Weiteren gibt es giftige Kugelfischarten, die für den Menschen eine ernsthafte Bedrohung darstellen. Aber das gilt wohl kaum für Mrs. Puff, denn sie ist doch so nett. Frank? Erinnert ihr euch an Frank? Natürlich erinnert ihr euch an den Goldfisch mit einer stark ausgebildeten Muskulatur. Nicht, dass dieser Charakter besonders wichtig wäre, aber es ist sicherlich durchaus einprägsam, denn es ist ziemlich schwer, einen Bodybuilderfisch zu übersehen. Im realen Leben bekommt man nämlich so etwas nie zu Gesicht. Obwohl, was ist das für ein Lebewesen? Und das, liebe Freunde, ist eine Seefledermaus und dabei handelt es sich wohlgemerkt um kein Opfer radioaktiver Strahlung oder einer genetischen Mutation. Sie sieht einfach ein wenig gewöhnungsbedürftig aus. Und wir wollen sie nicht dafür verurteilen. Die Seefledermäuse unterscheiden sich gravierend von ihren ozeanischen Nachbarn und zwar nicht nur durch ihren flachen Körper, sondern auch durch ihre Nase und ihre knallroten Lippen. Aber das ist noch nicht alles. Die Sache ist die, dass die Fortbewegungsart der Seefledermäuse nicht so sehr ans Schwimmen, sondern eher ans Gehen erinnert, weil sie quasi eine Armflosse vor die andere setzen. Kein Wunder, dass sie von der Evolution starke Muskeln wie die eines Bodybuilders verliehen bekommen haben. Genau wie die von Frank. Doch ausgerechnet das Schwimmen fällt den Seefledermäusen schwer. Aber was spielt das für eine Rolle, wenn man das in eine coole Zeichentrickserie geschafft hat? So wie die oben erwähnten Nebenfiguren sieht SpongeBob in echt etwas anders aus, aber auf seine eigene Art. Ihr würdet ihn höchstwahrscheinlich nicht wiedererkennen, wenn er euch im Ozean begegnen würde, denn so sehen echte Schwämme aus. Da würde nicht einmal eine kurze braune Hose mit schwarzem Gürtel helfen. Patrick hätte sicherlich mehr Glück, aber er läuft ganz anders wie im Trickfilm. Stellt euch mal vor, wie lang mit ihm Folgen wären. Hey SpongeBob, warte mal! Und zu guter Letzt ein paar Worte zu Gary. Gary, sag mal Miau! Liebe Freunde, damit machen wir Schluss für heute. Bis zum nächsten Mal.